Sie scheinen eine Anführerin zu haben, rote Reißzähne, aber sie hat sich in den Turm zurückgezogen, bevor wir sie zur Vernunft bringen konnten. Jetzt sind wir in einem grausamen Patt gefangen und ich weiß nicht recht, wie ich vorgehen soll. Ich spreche mit dir und bringe sie zur Vernunft. Hervorragend, Schicksalsbinder, und bitte spute dich. Ich kann nicht gerade sagen, dass die Stämme für ihre Gewalt bekannt sind. Und ich würde gerne einen Konflikt vermeiden. Noch eine Erdhexe. Zwei Tiermänner und da liegt was. Eizenekristalle wachsen. Was hat er gerade gesagt? Eizenekristalle wachsen aus Erdblut von Steinpirscher-Vorfahren. Menschen werden nichts dergleichen von Stamm nehmen. Ja, die sitzen da auf der anderen Seite fest, wie ich gerade sehe. Weit unten liegt das Steinmeer. Die Altmauern von Kluftanz umfassen nur noch einen Bruchteil ihrer ehemaligen Landmasse. Nur Steinsäule sind nach dem großen Erdbeben noch übrig. Diese Kristalle sind kein Produkt eures Aberglaubens. Sie sind ein natürliches Phänomen, das von einem Archonten entdeckt wurde. Wir haben ein Recht auf sie, Tiermensch. Okay. Do you have eyes on this? Eine Falle, Lyra. Die sind richtig gut darin, Fallen zu legen. Die Tiermenschen. Auch wenn sie ziemlich offensichtlich sind, ihre Runenfallen. Langklaues Zorn. Oh, eine Zweihandaxt. Right. Wieder etwas Azolit. Hier können wir hochklettern. Eisenstiefel und ein bisschen Krimskrams. Berührt Altzähne. Berühre Altzähne und Tiermenschen wird Kehle von Ex-Hexe rausreißen. Der Tiermann knurrt dich an. Hör mir zu, du dreckige Promenadenmischung. Diese Kristalle sind ein Schein für unsere Bestrebung. Wir werden sie kriegen, so oder so. Dann klettern wir mal hier hoch. Und finden auch gleich was versteckt. Ah. Oh, Sirene hat diesmal entschärft. Hier oben sind aber nur Truppen. Dann wieder runter. Hier unten ist auch noch was. So, das heißt, wir müssen jetzt hier rüber auf die andere Seite. Oh. Kommt nicht näher, Mensch. Flieh jetzt oder sag, warum du in Steinland bist. Der Tiermann duckt sich mit angespannten Muskeln tief, bereit zum Losschlagen. Aus seiner Kehle rollt ein bedrohliches Knurren. Wenn nur erwähnen, Altzähne von Stamm mit Tiermenschen werden Körper von Menschen im Boden stampfen. Ich möchte deinem Stamm nicht schaden und wegen Zähnen bin ich auch nicht gekommen. Ich möchte nur mit Roter Reißzahn sprechen. Nein, Roter Reißzahn möchte nicht mit Menschen sprechen. Geh jetzt, dann werden Tiermenschen Menschen leben lassen. Ich versuche euren Streit mit den Erdhexen beizulegen, bevor ihr euch nicht gegenseitig die Kehlen rausreißt. Der Tiermann kneift seine silbrigen Augen misstrauisch zusammen. Er setzt sich auf seine Hinterläufe, aber seine Muskulatur erbebt mit einer Mischung aus Aufregung und Angst. Grinsend lässt er seine bleiche Zunge sämtlich aus dem Maul hängen. Gut, geh weiter auf eigene Gefahr, Mensch. Ja. Klettern wir mal die Klippenwand hier runter, bevor wir in die Altmauern gehen. Nehmen nur noch mehr Azolit mit. Schatzjäger suchen diese Gegenstände im Steinmeer häufig auf. Sie hoffen immer seltenere Artefakte. Ah ja. Wir finden wieder Mehl.
Eiserner Dreiecksschild ist schlechter als das. Wäre aber genauso gut wie der Flügel des Herolds, aber der hat eben Boni. So, wieder nach oben. Zur Not die paar Steinpirscher hier draußen würden wir mit der Unterstützung der Geschmähten auch so schaffen. Kieferbruch. Oh. Herzblut und Bronze. Herzblut war ja das Artefakt. Ist auf jeden Fall besser als das Bronze-Katar und sieht auch böse aus. Ja, und hier oben können wir an den Altmauern entlang latschen. Also uns allerdings wahrscheinlich nicht viel bringen dürfte. Außer, dass hier noch was versteckt ist. Gut. What are these savages doing in the spire? Keep your voice down, you walking trebuchet. No need to start the fighting early. Ja, hier könnten wir Azolit plündern. Dieses Kristall ist irgendwie geschafft, sich durch die Basis des Turms zu bohren. Und hier haben wir auch keine richtigen Altmauern. Ja, roter Reißzahn. Kann ich die nicht einfach irgendwie einschüchtern? Die Gruppe hat unvollständig. Indem ihr die Kohle über das Pergament treibt, ja. Eine Sigil. Durch die materielle Gewalt Zauber sich nicht nur auswirken, mächtiger und länger andauern. Oh, nett. So, wir haben jetzt wieder ein neues Fetzenstück. Ja. Okay, wenn das nur das ist, dann dürfte das eigentlich ganz einfach werden. Right. Also hier Halbkreis und dann so gezackt und der Kreis in der Mitte. Jetzt nochmal, dass ich nichts falsch mache. Also der Kreis in der Mitte, das wäre das hier. Watch where you step. This has trap written all over it. Also ja, das kriegen wir hin. So, das geht auch noch leicht von der Hand. So. Mensch hat Stein von Schreins Blitz und Heulen gebracht. Nun tun geifert vor Mach und Techeln beißend. Bittere Atemzüge. Mhm. Diesen Ton konnten wir jetzt so aktivieren. On it. So. Hallo. Die Tierfrau neigt den Kopf zur Seite und lauscht. Ihr Ohr zuckt einmal, zweimal und ihre Augen verhängen sich misstrauisch. Wer tappt da? Weich, weich, langsam. Wer hat Mut, sich rote Reißzahn zu nähern? Wachaugen von Altmauernlager der Steinpirscher. Sprich, Mensch. Schnell, schnell, erkläre. Sie grinst grimmig. Ihre Zähne sind so fleckig und braun wie ihre schlammfarbenen Augen. Sonst reißt rote Reißzahn eindringend Kiefer aus Kopf. Was in Kerns Namen geht hier vor sich? Erdmäßiger Menschen haben Stammesland betreten, obwohl verboten. Haben Stamm mit netten Worten wie Fleischfetzen vom Wildschwein gelockt. Haben gesagt, sie sind wie Stamm, könnten Erdblut unter Steinen fließen hören. Menschen haben gesagt, jagen Steine mit Namen Azurit.
aber haben nur gestohlen Altzähne vom Vorfahren. Jetzt haben Steinpirscher sich versammelt, damit Diebe lebendig gehäutet. Immer wenn ihr Kreaturen danach greifen, eure Krallen und Zähne in unser Eisen zu schlagen, kann ich mich nur kopfschüttelnd wundern. Ihr lernt es einfach nicht, oder? Ihr werdet es nie lernen, armes Ding. Sie faucht und knurrt, Speicheltopf von ihren Reißzähnen. Habe gelernt, wie Menschen töten muss, hart und langsam, mit viel Qual. Will Mensch sehen? Berwick hat nicht ganz unrecht, eine überlegene Ausbildung wird immer gewinnen. Ich sage das nicht aus einer Position des Hasses oder der Boshaftigkeit. Es dient dem eigenen Wohl der Tiermenschen, dass sie sich den Tatsachen stellen. Sprich, Mensch, schnell, schnell, bla bla bla. Der Disput, den ihr mit den Erdhexen habt, wir können ihn friedlich beilegen oder durch Blut vergießen. Eisenhaut, die nach Tod und Lügen stinkt, kommt zur Tierfrau angekrochen, will um Frieden winseln, knurrend und japsend und mit aufgestelltem Fell trottet sie auf dich zu. Nein, Mensch, Geschmähte werden keinen Frieden mit Tierfrau haben. Sie heult und springt dir an die Kehle. Hallo, Freunde. So. Das geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Das braucht alles mehr Atem. Vor allem, es ist gerade ein bisschen zu viel los hier. Okay, ich bin fast tot. Was ist nochmal Quick Load? Ah, das ist Quick Load, okay. Ich muss mich auf jeden Fall vorher buffen. Oder irgendwie besser in Position bringen. Ja, die beste Position ist immer noch hier unten. Hast du auch den Spruch? Ja, hast du. So. So. You got it. Oh, jetzt hast du den Buff gar nicht benutzt. I will aid you. So. Gut. Bla bla. Bla bla bla. Berwick hat nicht ganz unrecht. Beilegen, Gespräch beendet. Gut. Okay, Berwick kriegt gerade ordentlich eins auf die Ömmel. Ah!